Was ist los? Was bedeutet, warum kommt es zu mehr Verkehr? Wollen die Leute einfach nur noch zum Spaß herumfahren? Brauchen wir mehr Verkehr? Oder muss man nicht, wie viele grüne Politiker sagen, radikal einfach die Mobilität einschränken, damit die Welt nicht untergeht? Eines unserer Prinzipien war, warum wir uns gegründet haben, die Freiheit der Verkehrsmittelwahl. Den Menschen es doch bitte selber zu überlassen, mit welchen Verkehrsmitteln sie unterwegs sein wollen und sollen. Und wenn diese Verkehrsmittel attraktiv genug sind, dann werden die Menschen es auch nutzen. Dann werden die Menschen auch die S-Bahnen nutzen, U-Bahnen und Straßenbahnen oder auch Busse oder eben im Sommer bei gutem Wetter eben auch das Fahrrad. Aber am Schluss sollen es die Menschen auch selber entscheiden dürfen. Wir sind mündige Bürger. Wir sollen wählen alle 4 oder 5 Jahre. Wir sollen ein Parlament bestimmen, aber sollen nicht mehr selber entscheiden dürfen, welches Verkehrsmittel wir nutzen. Und nach Corona haben wir ganz deutlich gemerkt, da gab es ganz deutlich 2 Trends. Der Trend hin zum Auto, wo man sagt, ah, das Auto, das schlechte Verkehrsmittel. Na, genau das Gegenteil war der Fall. Und der Trend hin zum Fahrrad, auch den gab es. Aber weniger öffentlicher Nahverkehr. Warum? Naja, wegen Corona und Wange an Wange. Sie hatten es gerade gesagt, Ja, Herr na, Winter. die Ja, Maske da ist das. Der sind immer die Maske, der Menschen. sind, treibt einen aus Ja, dem Zug hinaus. Ja. die Leute halten immer noch Abstand und so wird es auch bleiben. Also bis die alten Zahlen im öffentlichen Nahverkehr wieder da sind und sich wieder so erholt haben, da vergehen noch Jahre und einige Menschen werden es gar nicht mehr machen. Der Trend geht ganz klar hin zum individuellen Nahverkehr, der geht hin zum Auto, ob es jetzt einigen Politikern gefällt oder nicht. Die Menschen werden es machen und Sie hatten es ja eingangs in Ihren Interviews auch ganz deutlich gesehen. Die Diskussion, diese Phantomdiskussion, Auto, wir müssen weg davon, die gibt es ja nur in der Politik, bei einigen Parteien und in einigen Es Medien. ist ja keine Phantomdiskussion. Wir haben eine konkrete Politik. Das sieht man in jeder Stadt, dass Fahrradspuren wachsen und Autos abgebaut werden oder Autospuren abgebaut werden. Das Fahren wird künstlich verteuert. Die Steuer schlägt ja kräftig zu. Bei jeder Preiszunahme kommt die Mehrwertsteuer, kommt CO2 obendrauf. Also wir werden die 2-Euro-Grenze nicht lange halten können bei Diesel und Benzin. Mit anderen Worten, die Politik hat ja die Weichen gestellt, das Auto zu zerstören. Ja, einige haben diese Weichen gestellt. Das ist tatsächlich, aber die Menschen wehren sich ja trotzdem und sie verhalten sich ja trotzdem auch anders. Da wird vielleicht ein bisschen weniger gefahren zu Anfangs, aber dann wird zähneknirschen doch wieder mehr gefahren. Deswegen finde ich es auch gut, dass der Tankrabatt jetzt gekommen ist, auch wenn er nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Andere Länder haben es uns schon längst vorgemacht. Kroatien, Ungarn, Polen, auch, glaube ich, Großbritannien. Da gab es ja längst Deckelungen von Preisen, da wurde die Mehrwertsteuer heruntergezogen, da gab es längst den Support, das gab es schon vor einem halben Jahr. Die Deutschen haben da wahnsinnig lange gebraucht, um da irgendwas zu tun und um den Preis jetzt knapp unter 2 Euro zu kriegen. Man muss sich das mal geben, vor ungefähr 2 Jahren war der Dieselpreis noch bei 99 Cent. Ja, Die Ende Preissteigerungen werden ja, freudig, im Grunde genommen still und heimlich freudig begrüßt. Es ist ja schön, wenn der Benzinpreis hoch ist, weil dann weniger gefahren wird. Das ist ein politisches Ziel, das ja offen kommuniziert wird. Ja, nur die Menschen werden da nicht mitgehen. Das glaube ich nicht, dass sie das tun. Und am Schluss werden sie dann auch anders wählen. Es dauert immer, bis es sowas ankommt. Wenn es das im eigenen Geldbeutel dann spüren, dann werden die Leute dann auch anders entscheiden. Sie werden trotzdem nicht weggehen vom Auto. Und wer das auch nur im Ansatz meint, der sieht keine Realitäten. Man muss sich ja eigentlich nur beim Kraftfahrtbundesamt die Zahlen holen. Und dann hat man die Realität gut vor Augen.